So, und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach unten und bereiten das schon mal vor. Ich bin mir immer noch unschlüssig, was genau wir machen, aber wir bereiten auf jeden Fall schon mal das Gerüst vor, würde ich sagen. Wie machen wir das denn am klügsten? Theoretisch. Moment, ich scroll mal kurz raus. Das hier geht noch zwei Bretter nach unten. Und dann beginnt das Dach. Und ab dem Dach, also dieser Dachschräge, das wäre also hier. Sind die Dachschrägen. Dann mache ich mal Folgendes. Einen Moment. Ich mach mal so. Oh, natürlich brauche ich Holz dafür. Ich Narr. Oh, endlich sind hier überall wieder Fackeln, oder? Huch. Ach so. Ja. Er leckt jetzt gerade das erste Mal, weil er wieder das erste Mal Text hat. Aber gut. Ich nehme mal das alles hier. Zu viel. So. Ja. Und dann baue ich hier mal zwei Treppen hin. Und zwar hier und dort. Dann reiße ich den hier ein. Ne? Und da haben wir dann genau diese Höhe. Und da mache ich jetzt einfach mal so Bretter drum, würde ich sagen. Damit wir hier nachher ganz in Ruhe arbeiten können. Ja, wie ich das hier mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber das sehen wir da. Nein! Ich glaube, ich überlebe das, ne? Oh, ja, ganz knapp. Verdammt! Okay. Ja, das geht ja schon mal gut los. Ich glaube, ich sollte andersrum bauen, ne? Denn, das hatte ich schon mal gesagt, das Fadenkreuz ist, wie man sieht, immer über der rechten Schulter, nicht über der linken. Dadurch hat man sozusagen. Wenn ich jetzt gerade drauf gucke, gucke ich hier mehr ums Eck, als wenn ich so bin. Und. So ums Eck guckt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann das hier jetzt nicht sehen, diesen Bereich, der hier hinter ist, also diese Tanne da zum Beispiel, wenn ich so gerade gucke. Wenn ich aber so gerade gucke, kann ich das sehen, was hier ist. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und genauso ist es, wenn ich beispielsweise, ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt versuche, hier ein Brett, also an diese Kante hier ein Brett dran zu machen, ist das so nahezu unmöglich. Aber, wenn ich das so rum mache, weil wir eben rechts ein bisschen weiter nach außen gucken, ist es möglich. Ne? Deswegen baue ich mal in diese Richtung, weil ich glaube, dass das für uns bequemer ist. Was habe ich denn hier gebaut? Ach, das ist von der Treppe. Ach ja. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht. Ich hoffe, das geht nachher unter, wenn wir die Außenfassade machen. Und man sieht das nicht mehr. Also, dass man. Beziehungsweise man sieht es schon, aber da das andere, die anderen Baumstämme werden ja sozusagen nicht im Holz sein, so, sondern mit Shift, ne? Und dann ragen die so raus. Und da das Kernholz dann, ne, ist ja recht dick, so sehr rausragt, könnte es sein, dass man es nicht mehr sieht. Auch das da oben. Ach so, das ist von dem Ding. Ja gut, aber damit muss ich leben. Wenn hier nur mal solche Sachen rausgucken, Hauptsache das Allerwichtigste ist, dass es von innen hübsch ist. Und solche kleinen Details und solche kleinen, ich sag mal, Fehler können später dann sogar auch hübsch sein. Das können wir jetzt aber natürlich noch nicht wissen. Sehen wir aber dann. So, ich baue einfach erstmal das Gerüst, ne? What I say. So. Hier hin. Und sicherheitshalber mache ich auch da einen gegen. So. Einfach weil ich mich da schon wieder runterfallen sehe. Ja, jetzt mit 126 Leben frage ich mich, ob ich zum Beispiel überleben würde, wenn ich jetzt runterfalle. Aber ich glaube nicht, ne? Oh. Ups. Das Holz nehme ich auf. So. Und ich frage mich auch, wie hoch kann ich hier eigentlich bauen? Also. Moment. Ich probiere das gleich mal aus. Warum kann ich den nicht antargeten? Genau den ich will, der geht nicht, ne? Doch so. Perfekt. Dann mache ich wieder hier einen dran. Gehe wieder hier drauf und gucke hier gegen. So. Und dann gehen wir einmal rundherum. Und ich würde sagen, das bereite ich schon mal alles vor. Ne? Ich gucke mal, wie hoch kommen wir denn hier? Wir könnten sogar bis zur dritten Etage oder vierten. Aber das wird echt friemelig, ne? Obwohl, Moment. Wir kommen sogar bis da oben würden wir rankommen.
Dann müsste ich das eigentlich noch weiter nach hinten bauen. Ich glaube ja. Ich glaube, ich müsste das doppelt machen. Aber dafür spare ich mir, dass ich jede zweite Etage das mache, sondern nur jede vierte, ne? Würde ich sagen. Oder? Macht das Sinn? Ich sehe es schon kommen, dass ich hier irgendwas mache und dann es später bereue, weil ich das viel einfacher hätte machen können. Aber ich wüsste nicht wie. So. Ne, und dann müssen wir es nachher so doppelt machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Soll ich das jetzt schon machen? Macht Sinn, ne? So. Dann können wir da sogar ums Eck gehen. Beziehungsweise bei den anderen Treppen, ne? Weil die ragen immer einen raus. Also hier bei dieser Treppe ist es, glaube ich, nicht notwendig. Nee. So. Und oh, das ist falsch. Her damit. Und so. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn wir das doppelt haben. Dafür werde ich allerdings gleich wieder Holz brauchen, ne? Ist schon wieder kurz vor empty. Aber gut. Vor allem, das Holz ist ja nicht weg, ne? Das sammeln wir danach wieder alles auf, wenn das Bauvorhaben beendet ist. Aber bis dahin müssen wir nun mal irgendwie uns hier bewegen können. Und auch ein bisschen rumprobieren. Ich bin ja sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet und ob überhaupt jemand was schreibt. Das wäre sehr nett. Ein wenig Beitrag. Wer auch immer schreibt oder was auch immer ihr schreibt, ich werde versuchen, es so umzusetzen. Aber wenn niemand was schreibt, dann nehme ich das, was ich auch als Thumbnail hatte, als Muster. Es sei denn, jemand hat eine bessere Idee oder schickt mir ein Video oder so, wo man sich besser inspirieren könnte. Dann sagt mir einfach Bescheid, Holz ist gleich leer, ne? Ja, vier können wir noch bauen. Eins. Ups. Zwei. Ja, beziehungsweise drei ist jetzt runtergefallen. Und der letzte. Hier. Moment mal, ich kann doch einfach hier durch, oder? Moin. So geht's natürlich auch. Nehmen wir mal das alles auf. So. Nee, das ist zu viel. Immer noch zu viel. Oh, verdammt. Hier, dann nehme ich das einfach alles. So. Komme ich da hoch? Ja, geil. Ich glaube, das Loch lasse ich erstmal. Oh, der Hammer ist putt. Ein Moment. Das alles rappen. Und hier ebenfalls. Und durch das Loch hindurch. Sehr gut. Und dann machen wir jeweils alle vier Etagen. Ja, das macht Sinn. Einen Augenblick. Ich glaube sogar, dass ich das Loch, was ich da gerissen habe, das mache ich nochmal dicht und werde stattdessen, weil wir ja so viel Holz brauchen, das hier machen, oder? Halt, da ist unsere To-Do-List. Hier ist die Fackel im Weg. Hier? Ja, hier ginge, ne? Wobei ich da immer durch diese Ecke muss. Hier ginge. Dann mache ich, ist das Schild auch noch da. Ja, dann mache ich das hier hin. Hier eine Treppe dran. So und so. Dann mache ich die da hinten wieder weg. Weil da müssen wir sinnlos immer quer durch den Raum laufen. Das ist natürlich eher nervig. So dran. Dann da wieder zu. So. Und hier können wir so ums Eck. Und da würde ich dann auch tatsächlich auch die Leiter direkt nach oben machen. Zur nächsten Riege, also zur nächsten Vierer-Etage. Oh verdammt, ich glaube die Treppen halten dann gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt Eisen oder sowas verbauen müssen. Halte ich aber für einen Waste, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn hier irgendwie Eisen oder so runterfällt, liegt das wieder da unten. Ewig und drei Tage. Und wir können es nicht durchs Portal transportieren, außer wir mullen. Da habe ich dann ja eher selten Bock drauf. So. Und das sind die letzten beiden, ne? Mache ich nochmal so und so. Warum auch nicht? Nochmal checken, aber ich glaube, das war's. Hier nochmal. Ein wenig nach außen. So und so. Und hier auch nochmal. Sehr gut. Und das Schöne ist,
zum Abreißen müssen wir einfach nur diese Reihe hier, die innere, wegmachen. Und dann ist alles gut. Und hier mache ich... Moment. 1, 2, 3, 4. Also. 1, 2, 3, 4. So, ne? Ja, so ist richtig. Dann setze ich nochmal einen daneben. Und komme ich da, wenn ich da drauf bin, da unten dran vorbei? Ich glaube ja, ne? Das heißt, ich kann hier eine Leiter, eine Treppe meine ich, so bauen. Ach stimmt, und wenn ich hier dran baue, dann sollte es passen. Ja, ja, dann sollte das passen. Ich hoffe, das passt auch von der Länge. 1, 4, so. Jetzt sind wir auf halber Höhe. Dann sind wir noch einen Meter höher. Beziehungsweise das sind immer zwei, ne? Und jetzt sind wir richtig. Und da mache ich dann die hier dran. So, komme ich hier drunter durch? Yep. Perfekt. Ist nicht nur perfekt, das ist sogar plusquamperfekt. und dann machen wir hier so. Allerdings passen die nicht mehr, ne? Wegen dem halben Versatz. Die muss ich gleich nochmal abreißen. Aber ist ja gar kein Problem. Die landen dann ja da unten, Gott sei Dank. So. Und hier ums Eck. Dann haben wir das Gerüst nämlich schon mal erledigt. Halte ich für eine sinnvolle Idee. Bis wir endlich wissen, wie wir es machen. Oh. Ja, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ja gesagt, dass wir es doppelt machen. Jeweils. Sollte ich eigentlich immer direkt machen, ne? Sonst müssen wir sinnlos... zweimal drum rumlaufen. So. Hä, wieso ist das blau? Warte mal, das... Ach so, ist gar nicht blau. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wie können die grün sein und der ist blau? Okay, alles klar. Der braucht einfach nur so lang zu berechnen. Hier, der ist sogar orange. Holy, ey. Was ist das für ein Riesenkonstrukt, was wir hier gebaut haben? Dass es immer noch hält, oder? Ist das nicht großartig? Ich find's großartig. So. Und dann noch hier dran. Und der muss richtig sein. So und so. Da und da. Auch der. Und so. Da überlappt er wieder ein wenig. Aber da wollte ich ja dann jeweils noch einen raus. Oh, hier habe ich gar keine Workbench mehr. Soll ich einfach mal hier eine hinbauen? Warum auch nicht, ne? Weil hier kann ich sowieso nicht rumlaufen. Dann mache ich die doch einfach mal hier drunter. So. Und bauen das hier. Vorsichtig. Ach, selbst wenn ich runterfalle, lande ich auf dem Gerüst. Das ist also sozusagen auch gleichzeitig noch ein Schutz. Eigentlich ganz praktisch. So. Und hier. Und da noch dann. So und so. Eigentlich ganz nice mit diesem Gerüst. Aber wir müssen auf der Höhe bleiben, damit wir auch das Muster beibehalten. Wir dürfen jetzt hier nicht einfach irgendwie an unser Gerüst eine Treppe bauen. Schaffe ich das, darüber zu jumpen? Ja, schaffe ich. Nice. Dann kann ich nämlich direkt neues Holz holen. Zack. Oh, da muss ich wohl gleich mal in den Speicher gehen, wa? So wie es aussieht. Das hier packe ich weg. Hier lag noch Holz, das nehme ich mit. Hier müssen wir noch ein bisschen nach außen. Hier habe ich auch keine Workbench. So. Dann hier hinauf. Und da mache ich auch mal den doppelten dran. Falls ich den erwische, aber das sollte gehen, ne? So und so. Schnell bauen, bevor es einkracht. Weil das ist, glaube ich, zu instabil. Oh, der ist falsch. So. Hier ist keine Workbench. Das nervt mich ein bisschen. Dass hier manchmal keine Workbenches sind. Hm. Was mache ich denn da? Ein paar bauen, oder? Hier einfach so außen oder so. Ist doch eigentlich egal. Hauptsache, wir können hier bauen. Ist sogar praktisch, weil dann reißt sich das auch mit ab, wenn wir...
hier die Sachen umbauen, ne? Also wenn wir das hier alles wieder abreißen, das Geländer. So und so. Und hier auch nochmal die Lücke schließen. Zack. Ja, so sollte ich das machen. Kann es sein, dass es so viel schneller geht? Nee. Kommt mir nur so vor. Sehr gut. Sieht bestimmt richtig cool aus, wenn es regnet und das hier alles morsch wird. Ah nee, wird's ja gar nicht. Das ist ja immer noch alles unter Regenschutz, ne? Ja, tatsächlich. Ihr seht hier sogar tatsächlich vor Wetter geschützt. Machen wir mal so und hier. Und so. Und dann müssten wir es, glaube ich, auch schon sehen, ne? Das, was wir da schon gebaut haben. Das müssten wir, wenn wir hier um die Ecke gucken, sehen können. Ja, da ist es. Hm, hier fehlt schon wieder eine, ist ja unfassbar. So. Hm, da muss ich noch eine bauen. Hier. Daran. Baum, das hier und noch einen raus. Zack. Und zack. Und dann hier. Und da. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Es wird jetzt für eine gewisse Zeit wirklich nicht hübsch aussehen. Ich gehe mal hier kurz auf die Treppe. Weil wir immer hier dieses Geländer haben. Und ich glaube, ich baue das sogar so, dass ich mir hier eigentlich den Kopf stoßen würde, weil wir hier noch lang können, ne? Das ist ja egal dann. Und es ist sogar eigentlich ganz bequem, weil dann kann ich hier einfach jederzeit auch rauf, wenn ich das will. So. Ah, wir müssen wieder was essen. So. Und so. Und so. Ja, so kann man das machen. Da fehlt noch einer eigentlich. Den baue ich auch mal, der Vollständigkeit halber, damit wir das nicht später machen müssen. Oh, die Sonne geht gerade unter. Sollten wir kurz pennen gehen, ne? Waren wir doch gerade hier oben. Moment. Ist natürlich bequem. Und ich esse außerdem mal was, damit unser Ausdauerbalken ein bisschen voller ist. Schnuffi und Flauschi begrüßen mich, das freut mich. Ah, aber Schnuffi hat wohl doch kein Interesse an mir. Der geht schon wieder hier zur Treppe, ne? Schnuffi ist irgendwie immer so ein bisschen am Erkunden und guckt immer nach draußen und ist immer so ein bisschen neugierig. Und Flauschi ist die ganze Zeit nur am Rumlümmeln. Hm, hier ist ja eigentlich deren Schlafplatz, ne? Aber da wäre eigentlich auch gut. Obwohl, nee. Ich mag das, dass sie hier mit beim Kamin sind und bei unseren Betten, ne? Dann können die hier mit uns gemeinsam schlafen. Leg mich auf jeden Fall jetzt schlafen. Gute Nacht. Du träumst von einem Fluss, ja, das kennen wir schon. Das haben wir jetzt schon, keine Ahnung, 50 Mal gelesen, 100 Mal. So. Da, ne? Flauschi ist immer am Kamin und an dem Ding. Und Schnuffi ist irgendwie die ganze Zeit am Erkunden. Steckt den Kopf in die Wand, guckt da aus dem Fenster, ist hier an der Treppe, steht hier manchmal sogar auf dem Balkon. Aber irgendwie scheint er ein bisschen unzufrieden. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Ich gehe mal kurz nach hier unten. Und die Treppe hinauf. So. Und hier hinauf.